Jahre alt und mache gerade ein Studium in der Kultur- und Medienbildung. Und im Moment bin ich im ersten Semester und mache gerade ein Praktikum eben bei der Irene. Und dann, genau, hat sie mir eben alle Projekte vorgestellt, die sie gemacht hat, die sie noch machen wird. Unter anderem eben dieses interkulturelle Kochbuch. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Ja, dass man eben gerade versucht, Frauen aus allen Kulturen zusammenzubringen, dass man die Stadt Freiburg ihnen auch näher bringt, dass die wissen, man kann zusammen was auf die Beine stellen, man kann ein interkulturelles Kochbuch erstellen und ja, ich finde das sehr toll. Ich heiße Hasel, ich komme aus Kirgisistan und ich finde diese Idee mit den Frauen war total toll, dass ich mitmachen durfte und ich war wirklich froh, dass ich auch im zweiten Buch mitmachen durfte. Mein Name ist Lina Bayruti, ich bin aus Libanon. Ich bin seit 2002 in Deutschland. Ich habe in die zwei Wochen bei Irene teilgenommen. Also ich arbeite in die Stuttgart heute, also neben unserer Projektwahl und unterstützen uns. Komm weiter. Hallo, ich bin Maria del Pilar Torres-Guzman, ich komme aus Kolumbien und habe ich auch in dieses Buch ein Rezept gestellt, meine Heimat Kolumbien. Und wir sind heute auf dem Weg nach Stuttgart in den Landtag, sind wir eingeladen und da freue ich mich sehr. Das ist eine Möglichkeit, in unser Buch weiterzukommen. Ich wünsche von den Politikern einfach, den Menschen mit Migrationshintergrund einfach die Heimat zu schenken. Sie sollen uns die Heimat schenken. Und vor allem hier. Ich bin beim zweiten Kongress dabei gewesen. Ich freue mich dabei zu sein. Rückmeldungen habe ich ganz viele positive bekommen, vor allem eben von Freunden und Verwandten, aber auch von Nachbarn, denen ich das Buch zum Beispiel geschenkt habe, die auch selber gesagt haben, ah ja, das wollte ich mir kaufen und haben gesagt, das ist ein tolles Buch, ein gutes Projekt und total cool. Die haben nicht mal realisiert, dass es sowas in Freiburg gab. Ja. Ich bin die Karin, ich bin die Vorsitzende des Verein Kommunikation und Medien und wir machen ja seit Jahren Medienbildung. Es ist in diesem Projekt natürlich absolut interessant, inwiefern die Frauen unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, inwieweit sie mit Texten umgehen können, mit Schreibprogrammen, aber auch mit Filmen und wie Frauen ihre Kompetenzen sehr weiterentwickelt haben, sodass sie jetzt... Also Positives mitgenommen natürlich, dass man mit so einer, ich sag mal, kleinen Sache viel erreichen kann, dass es viel Arbeit ist, aber dass es auch sehr erfüllend sein kann und natürlich Erfahrungen sammeln. Das ist einfach ein schönes Asset im Lebenslauf. Wir sind diejenigen, die aus Abfall Mode machen. Das ist oft Obdach für Frauen. Auch in armen Verhältnissen, aber immer schön. Seit 1992 ist sie Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen, außerdem auch Mitglied im Wirtschaftsausschuss und stellvertretendes Mitglied im Finanz-, Sozial- und Europaausschuss. Seit Juni 2009 ist sie Mitglied des Freiburger Gemeinderats und am 27. März 2011 gewann sie bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg bei 39,9% das Direktmandat im Wahlkreis Freiburg-West. Also wir sind diese Gruppe mit internationalen Frauen und ich fand es sehr spannend, was alles mit Kindern und eventuell auch als ausländische Frau machen kann, mit einer gewissen Qualifikation. Das andere war für mich zum Beispiel mit unserem Projekt, dass wir mit Medien arbeiten wollten und die Unterstützung auf diese Forderung von Geld ist ein Mangel. Also solche Projekte, so wie Irene, leitet die sehr gut und gibt uns auch die Möglichkeiten, mit Medien und mit neuen Sachen zu arbeiten, aber wir führen uns das Geld. Und das ist die Frage, wie können Sie uns unterstützen? Ja, das kommt
Kochbuch, und das möchte ich dir jetzt mal ganz feierlich übergeben, ist ein Vehikel, mit dem wir hier sind, mit dem wir viele Inhalte haben. Wir wollen an verschiedene Orte kommen und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das noch schaffen können, und dazu brauchen wir, das weißt du, Möglichkeiten. Also und den Bus haben wir hier für dich. Dabei, dass die Einladung eingeladen hat, ein paar Einladungen sind noch drauf, und es ist eben, wir wollen sichtbar sein und das Thema jenseits von nur problembelastet, auch wirklich in Dialog, in Debatten, und jeder hat andere Themen mitzubringen. Also das ist unser Wille. Also erstmal hat es ja gezeigt, die Initiative, dass sie da binnen kürzester Zeit rasante Bekanntheit erlangt haben und da wirklich wahnsinnig viel auf die Beine gestellt haben, und das ist super, und da kann ich einfach allen, die sich da engagieren, nur gratulieren und sagen, machen Sie weiter so. Und ich aber wir brauchen die Unterstützung von Deutschland, ja, und so können wir nicht nur Kampf und nur negative Antwort bekommen, ja. Ich möchte für dieses Projekt Kampf, und ich möchte Sie heute uns versprechen, dass Sie werden Kampf. Wow. Vielen Dank, weil diesen Mut wollte ich schon immer. Ich finde gut, war super mit allen Frauen, zusammen nach Stuttgart gefahren. Okay, also es war schön, ich sehe, ihr seid sehr gesprächig. Dann gehe ich zu Maria über. Ich fand es eine wunderschöne Tag, eine besondere Möglichkeit, durch unser ganzes Buch zu präsentieren und in diesem Rahmen, dass wir uns nicht verstecken brauchen, dass wir sehr wertvolle Buch und Frauen sind. Und es war ein wunderschöner Tag und ich freue mich, dass ich dabei war. Es hat mir voll Spaß gemacht, das muss ich sagen. Also ich bereue es auf jeden Fall nicht. Auch euch kennengelernt zu haben, war etwas Besonderes. Ich fand die Tag sehr schön. Ich fand es vor allem sehr spannend, mit der Frau Edith Sitzmann zu sprechen. Ich fand es ganz interessant, sich auch die Abgeordneten im Landtag anzugucken, während den Vorträgen, dass sie eben kaum irgendwie wirklich zugehört haben und sich eigentlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt haben, dass ich das jetzt auch mal so live miterleben darf. Es war schon sehr spannend, es war jetzt ein echt langer Tag, aber es hat sich gelohnt, weil wir eben natürlich auch unser Anliegen teilen konnten. Und das ist auch, denke ich, ganz gut angekommen. Ja, wir haben ja auch gute Resonanz, positive Resonanz gehabt. Die Frauen in diesem Raum hatten ganz, ganz viel Energie gezeigt, eine sehr positive Energie. Und ich denke, das ist wirklich an Edith Sitzmann in die Bürger. Und sie ist uns sehr entgegengekommen mit ihrem Interesse.
und ihre Bereitschaft, über diese Themen noch weiter zu sprechen. Ich fand das total aufschlussreich heute, das Treffen, weil es hat mir gut gefallen, dass wir alle zusammen gefahren sind und aber auch insbesondere das Gespräch mit der Edi Zitzmann fand ich super, all die weil ja auch rausgekommen ist, dass wir ein weiteres Gespräch führen, um die Medienbildungsarbeit mit Frauen weiterzuführen. Und es war natürlich, ist natürlich ein Lichtblick für die Zukunft und das fand ich ganz, ganz super. War sehr schön, lehrreich, auch interessant, mal alles zu sehen, wie es so läuft in einem großen Politikbetrieb. Und ansonsten war es sehr schön, dass ich Frau Lösch und Frau Sitzmann so viel Zeit für uns genommen haben, um uns auch zu hören. Es war sehr schön. Ich war in Stuttgart mit vielen viele nette Frauen und ja, mit Politik war sehr interessant. Ich finde alles allgemein sehr interessant, in einem Parlament zu sein, wie die Politiker gesprochen haben und das war die Räume zu sehen und dieser Kontakt mit den Politikern direkt, das war sehr interessant. Das war auch schön, Zeit zu haben, mit den anderen Frauen zu essen, zu gehen und andere Leute kennenzulernen. Heute war sehr interessant für mich, ich war als eine Ausländerin, mal zum ersten Mal die deutsche Parlamente zu besichtigen. Das war eine Sensation für mich. Okay. Ich hoffe, es gibt solche Chancen noch mal zu haben und dann noch mehr kennenzulernen. Danke. Ich fand es sehr bereichernd und sehr spannend, auch mit den beiden grünen Abgeordneten zu reden. Und ich habe einiges mitgenommen. Ja, ich kann es gar nicht so fassen. Also überhaupt die Art, wie so das Ganze dort abläuft, die Stimmung dort. Ich glaube, ich habe viel gelernt und das motiviert einen sicher auch ein Stück weit, dort vielleicht in die Politik zu gehen, irgendwann. So viele Frauen einfach kennenzulernen auch, die neuen Frauen, die ich jetzt so häufig einfach gesehen habe, aber hatte nie Möglichkeit, so richtig zu sprechen. Und einfach diese Möglichkeit, nach Stuttgart zu fahren, das erste Mal für mich, das war die größte Erlebnis. Unser Tag war wunderschön, haben wir viel Neue gesehen. Ich war schon beim Bundestag. Jetzt waren wir im Landestag. Und dann finde ich sehr toll, dass die Zeit gefunden hat. Und sie war auch so locker mit uns gesprochen, hat für unsere Arbeit interessiert. Und ich haben wir Applaus auch von ihr bekommen. Und sie hat uns versprochen, sie kann uns ein bisschen unterstützen und wahrscheinlich sie kommt auch zu Besuch nach Freiburg. Und wir freuen uns sehr. Danke. Also, ein langer Tag liegt hinter uns. Eine Frau, es sind nicht alle Frauen, die mitgekommen sind, aber ganz viele waren dabei. Es war ganz toll. Es waren neue Frauen dabei. Das Netzwerk wird immer weiter. Die verabschieden sich alle schon. Ciao, ciao. Für mich war es toll, dass einfach innerhalb von einer Woche ist der ganze Bus voll und unser Netzwerk lebt, sage ich jetzt mal. Die Frauen haben die Power, sind mitgekommen und wir haben versucht, der Politikerin, der Edi Zitzmann und der Brigitte Lötsch unsere Vision, unsere Idee, wie wir weitermachen, näher zu bringen. Und ich bin ganz froh, dass sie darauf eingestiegen sind und dass sie das auch ein tolles Projekt und Vorhaben finden. Und ich bin überzeugt, dass die jetzt schauen, ob es da Möglichkeiten gibt und dass wir weiter im Gespräch sind. Es freut mich und es geht weiter. Frauen, die Möglichkeit hatten, ein bisschen zum Schauen, zum Verstehen, wie die Politik oder ein Parlament läuft. Weil ich glaube, viele haben keine Ahnung, wie Gesetz und wie Regeln dieser Gesellschaft abgeschlossen wird. Und den Sinn fand ich sehr wichtig. Danke. Super schön, war sehr glücklich, alle Leute zusammen, die schönen Diskussionen, die alles
richtige Gebiet. Ich finde alles wunderbar. Ich war begeistert und ich freue mich bis nächstes Mal. Außerdem war es ein wunderschöner Tag. Also ich kenne die Frauen ja noch nicht so gut, aber es war ganz, ganz, ganz spannend heute. Viele schöne Gespräche gehabt, viel gelacht. Und den Landtag kennengelernt, auch interessant. Und ja, herzlichen Dank. Dass das Empowerment der Frauen weitergeht. Wir haben nämlich schon die nächsten Ideen ausgebrütet. Wir haben am 10. April Caipirinha für Hambach. Und vielleicht mit Samba. Oh. Maria tanzt Samba. Oh. Ich bringe die CDs. Ja. 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 Na den drei Caipirinha ist Tango tanzen.